Guten Morgen. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Das hat wohl Martin Luther mal gesagt. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das mit dem Buch eigentlich zu tun hat und weshalb ich wieder einen Nachtrag nehme. Na klar, das schon. Aber wisst ihr was? Das könnte mutlos machen und deswegen fange ich mal mit einem anderen Zitat an. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Hat auch Martin Luther gesagt. Und jetzt zum Eigentlichen. Ich habe mich nach diesem Zitat umgesehen und Luther wird allerlei zugeschrieben. Der hat wahrscheinlich sehr viele schöne Metaphern erfunden, also zum Beispiel Feuereifer oder der Stein des Anstoßes sein, Perlen vor die Säue werfen und so weiter. Unter anderem auch diesen Spruch mit dem Esel. Ja, das ist Dekadenz, das ist Niedergang. So beschreibt er ihn. Und in einer sehr schönen Metapher. Ne? Also wunderbar. Hat er schön gemacht. Ich will jetzt nicht einfach Luther loben, sondern das passt so gut. So, allerdings, auch dafür nehme ich Luther. Er sagt allerdings, und das möchte ich gar nicht jetzt groß vorlesen, das ist noch ziemlich altes Deutsch. Leute, wie heißt ein alter Spruch auch? Halt du sie mir dumm, ich halte sie dir fromm. Also, wir dürfen das nicht übertreiben. Wenn die Arbeitstiere aufs Eis tanzen gehen und sich das Bein brechen, dann können sie ja nicht mehr arbeiten. Ne? Also insofern mahnt er auch. Er mahnt auch die Esel selber, dass sie nicht übertreiben. Na gut. Okay, was hat das nochmal mit dem Buch zu tun? Gehen wir nochmal auf diese Typen ein, die uns ja so interessieren, die Ungebildeten. Ich zitiere noch einen Aspekt. Die schlecht bis Ungebildeten sind sich ihrer fehlenden Bildung wohl bewusst und wissen genau, dass es ihrem Ansehen schadet, wenig zu wissen. Sie tun alles, um ihr Ansehen, also ihren Nutzen für die Mitmenschen, aufzubessern. Sie tun sich hervor, indem sie sich für die Rechte geschundener Tiere, Menschen, Pflanzen, für die Umwelt, für das Klima, für die Einhaltung von Regeln, für Political Correctness, für Gleichmacherei und vieles andere mehr sehr auffällig einsetzen. Fällt mir das Stichwort Woke ein. Sie drängen in Verwaltungsjobs, in die Politik, in NGOs, in Armee und Polizei, alles nur um wichtig zu erscheinen, um also überhaupt angesehen zu werden. Sie erfinden immer neue Beschäftigungsverhältnisse, um sich darin zu verstecken und ihr Brot zu erschleichen und tun alles, dass die Klügeren nicht zu Wort kommen. Statt sich Wissen anzueignen, verpönen sie das Lernen und üben sich lieber in Rhetorik, um gebildet zu erscheinen und so weiter und so fort. Sie lügen, täuschen und verschleiern ihr eigenes Unvermögen und gehen dabei sehr geschickt vor, nicht erkannt zu werden. Man könnte glauben, sie seien Diener des Teufels, aber das stimmt nicht. Sie sind einfach nur minder begabt und arbeitsfaul. Aber wieso auf das Eis gehen, um zu tanzen? Also, Leute, das kennen wir alle. Wenn Arbeiten anstehen, wenn es Arbeiten gibt, die wir nicht gerne machen, dann schieben wir die vor uns her und tun in der Zwischenzeit allerlei Kram. Ach, da sitzt ein schöner Vogel. Mitunter auch spielen oder uns mit irgendwelchem Blödsinn beschäftigen. Und wenn der dann auch noch unser Ansehen zu heben scheint, ne, was ich gerade sagte, Umwelt, Klima und so weiter und so fort, ja, dann umso lieber. Dann wird damit umso lieber herumgespielt. Auch das ist Ausdruck der Dekadenz, des Niedergangs. Na gut, jetzt könnte das mutlos machen, ne? Aber wir nehmen mal noch ein Zitat Martin Luthers und damit kann ich mich sehr gut anfreunden. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Finde ich gut. Passt. Passt ins Leben. Ist auch meine Einstellung. Klar, manchmal kommt mir das wirklich so vor, als wenn die Welt untergeht, aber nee. Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Das war jetzt nicht von mir oder von Luther, das war, weiß ich nicht. Und deswegen nehmen wir zum Abschied für heute, für dieses Video nochmal dieses schöne Zitat: Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. In dem Sinne, Leute, macht was, aber macht's gut. Und denkt an den verzagten Arsch. Was nützt's, so zu gucken, als wenn, ach was, furzen wir fröhlich, ne? Also, einen schönen Tag, schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Bis dahin und macht was, ne? Bis dann. Tschüss.